So, dann ich bin bereit. Und das gegen deinem Dings. Ich wollte das Spiel deinstallieren, wenn ich doch mal sterbe, aber das bockt irgendwie. Es macht richtig Fun. Deswegen bleibt's auch. ja, der ladet ja noch. Erster. Nein, ich. Hey, ich schliche schon ewig lang. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade bei WhatsApp nebenbei mit drin. Du sollst aufnehmen und nicht chatten. Ja, ich nehme doch auf. Ich chatte nicht. Ich habe bloß jemand was gefragt. Guck mal gerade den Status meines Sohnes. Was war gerade mit deiner Stimme los? Nix. Klang, als hättest du Helium getrunken. Was? Ich bin ganz normal. Was? Ist speziell zu erlaubt. Ernsthaft? Ja, hast du die auch gehört? Hä, was? Dann, okay. Pass auf, dann kann es sein, weil das Handy direkt neben dem Mikro war, dass da vielleicht irgendwas passiert ist. Okay. Aber das klang gerade so, nee. Thermometer, Salz, Motion Sensor, alleine. Eigentlich, du kannst das auch damit vergleichen, als würdest du deine Stimme mal 3 vom Tempo her machen. Bleib mal stehen, Darko. Nasenloch 15,4, okay. Darko wird krank. Hey Darko, dein Lieblingshaus! Ja. Ich geh nach oben direkt. Ihr bleibt unten. CO2, lass uns draußen warten. Are you here? Are you there? Noch nicht. Are you here? Are you there? How old are you? Are you here? Are you there? How old are you? Wie alt bist du? How old are you? Reagiert eigentlich auf Einzel oder Gruppen? Einzel. Are you here? Ich dachte, ihr bleibt unten. Ich bin unten schon fertig. Are you here? Are you there? How old are you? Wie alt bist du? How old are you? Can you say something? Wo? Talk to me. Are you here? Are you there? CO2, geh mal da in den Raum rein. Da hinten ist nämlich noch eine Tür gewesen, das ist noch ein größerer Abstellraum. Oh. Are you here? Are you here? Are you there? How old are you? Wie alt bist du? Bist du da? Bist du hier? How old? Fünfer Ausschlag hier unten. Dann brauchen wir noch den exakten Raum mit dem Thermometer finden. Also in dem Raum hier geht's runter auf 8 Grad. 3, ja. 7 Grad. Der Küchenraum.
Ja, hier drin erwarte ich. Baue noch schnell die Kamera auf. Man hört hier drin halt auch Fußstapsen, wenn der läuft. Mach mal die Tür hinter dir bitte zu. Was hast du denn jetzt geholt? Okay. Salz. Bewegungssensor. Kannst du mich vielleicht erstmal machen? Wir haben Orb. Ich hab doch gesagt, ich komme wieder. Es ist ein Phantom, ein Djinn oder eine Shade. Wie kommst du nur auf die Sachen? Weil wir ein Orb haben. Jetzt kann Djinn, Mare, Phantom, Poltergeist, Shade oder Yuma sein. Nein, EMF5 Ausschlag. Ach stimmt. Der hab ich vergessen. Are you here? Hat einer von euch hier gerade in der Tür gestanden? Ja, ich hab da Salz hingelegt. Der ist auf jeden Fall in der Nähe. Ich bin hier draußen und mach den Bewegungssensor dran. Are you there? Say something. How on? Du. Können jetzt überhaupt noch Fingerabdrücke sein, was? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass er durch Salz ist und wir den Raum unter 10 Grad haben. Ich kann's nicht. Freezing Temperature ist eigentlich raus, Wilding oder Box. Da hinten in der Ecke ist doch gerade jemand gestorben. Oder auch nicht. Könnt. LOL. Hast du gerade auch den Bug? Hast du... Ich glaube, CO2 ist tot. Okay. Aber was fehlt denn da? Buch fehlt noch. Schreibe in das Buch. Wenn du schreiben kannst, mal uns ein Bild. Lol, aber... Was fehlt von den Aufgaben noch? Gar nichts, ist alles erledigt. Aber das mit der Tür gerade, das war mal episch. Ja, der ordentliche Spinner. Ja. Also, was hatte CO2 als letztes gesagt? Buch oder...
Gefriertemperatur. Nee, das schließt er aus. Gabi hat's gesagt. Okay. Was haben wir? Phantom, Gin oder Shade? Geisterbox hat er noch Geisterbox, gesagt. Okay. Die wird bestimmt drinnen liegen. Ich habe halt noch einen Slot frei. Probierst du mal? Bist du hier? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Bist du ein Kind? Ich höre dich laufen. Schreibe in das Buch. Ich werde wieder sterben. Das ist ein Arsch. Ja. Vor allem, ich habe mich im gleichen Raum versteckt wie CO2, habe sogar mal mitten in den Raum geguckt und ich lebe noch. Der war bei mir. Aber wir müssten halt, okay, noch mal rein wegen dem Buch gucken. Du hast 0 Sanity im Übrigen und ich noch 18. Aber auf die Box hat er nicht reagiert. Ja, ich kann es versuchen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt. Warte mal kurz, ich komme gleich mit rein, da kann ich wegen Buch gucken. Was wolltest du denn jetzt versuchen mit der Box? Ich hab dir jetzt nicht mit. Ich hab nur gesagt, ich kann's versuchen, aber ich glaube nicht, dass es was bringt. Die liegt nämlich im Van drinne. Ich geh schon mal vor. Schreibe in das Buch. Bist du da? Are you there? How old are you? Ey, das Telefon klingelt, ich fotografiere es und er erkennt nur den toten Körper. Nee, keine Fingerabdrücke. Die sind doch hier raus.
Ach so, okay. Kann nur Buch oder Dingsbuch. Ja, ich habe das Buch noch mal umgelegt auf den Boden, weil es stand bis jetzt noch nichts im Buch drin. Das Buch liegt dann direkt dort vor der Tür, wenn man die aufmacht. Ja. Schreibe in das Buch. Ja, CO2, das Buch ist noch unbeschrieben. Schreibe ins Buch, du Trottel. CO2 verweist mich halt auf das Buch die ganze Zeit hin, aber da steht nichts drin. Nein, aber das heißt, dass er denkt, es ist das Buch. Ach so. Was wär's denn dann? Ein Shade. Was sind denn seine Eigenschaften? Der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwer, den Geist zu entdecken. Der Shade ist bekannt als ein schüchterner Geist. Wenn mehrere Menschen zusammen sind, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Puh. Das heißt, wenn wir zusammenbleiben, dürfte nichts passieren. Aber wir sollen ja, dass was passiert. CO2, das sind nur 5 Grad hier. 3 Grad. Nee, keine Gefriertemperaturen. Ich hab mich jetzt einfach mal im Haus versteckt. Okay. Also, ich bring ihn mal dazu, Akku zu werden und hau schnell ab aus dem Haus irgendwie. Wow. Also Gefriertemperaturen kann man definitiv ausschließen, ne? Es geht nicht unter 3 Grad. Also Geisterbuch. Oh. Okay. Ich brauche nicht mal was machen. Der ist so aggro. Sanity. Da haben wir ihn gesehen. Da ist er durch die Tür gegangen. Kannst. Du hast halt null Sanity. Ja. Also es muss ein Geist sein, der die Sanity schnell berauben tut. Sieht ja mal voll lecker aus. Was hätten wir denn bei Gefriertemperaturen? Phantom. Phantom. Stärken senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Schwächen fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär.
Das haben wir ja nicht. Dann wäre noch Geisterbox. Ja, warte mal. Gin oder... Was hattest du davor gesagt? Gin wäre Geisterbox. Ja, oder Shade. Ein Djinn bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Schwächend dem Ort seinen Strom zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Das ist aber nicht gegeben. Der bewegt sich auch in der Dunkelheit, weil es ist die ganze Zeit dunkel. Lass doch mal reingehen in dem Buch. Ja. Warte mal, CO2 will, dass wir die Box nochmal mitnehmen. Hast du ein Fotoapparat? Okay. Mit nur noch einem Foto. Dann nimm mal meinen, ich habe noch zwei Fotos frei. Warte. Ey, schmeiß doch mal weg. Da. Aber warum? Falls ich drauf gehe. Ich kenne mich. Bist du hier? Bist du da? Gib uns ein Zeichen. Ich muss dich in Ruhe lassen. Ich bin mal am anderen Ende des Hauses. Jo. Kannst du reden? Siehst du unseren toten Freund im Jenseits? Ich hab dich gehört, du standest neben mir. Hintergrund die Talkbox. Boah, das nervt das Geräusch. Also ich log jetzt Buch einfach ein. Es ist ein Shade, sage ich einfach. Der Geist ist nämlich auch im Dunkeln aktiv. Hat immer noch nicht ins Buch geschrieben, aber der ist halt im Dunkeln aktiv und wenn man alleine ist. Ja, warte, ich will noch mal lesen. Shade oder Djinn? Shade. Der Geist wird nicht jagen, wenn mehrere Menschen zusammen sind. Schüchtern zu sein bedeutet, es wird schwer, den Geist zu entdecken. Wäre Geisterbuch. Und der kommt halt wirklich... Du warst weg und der ist sofort aufgetaucht. Beim ich bin ja sowieso schon die ganze Zeit für Djinn. Für Shade, Entschuldigung. Ja, weil der Djinn, wenn wir Strom ausmachen, macht er keine Fähigkeiten. Aber es ist dunkel und der bewegt sich und zeigt sich. Also kannst du eine Shade sein. Also ich habe Shade eingeloggt. Jedenfalls, CO2, du kannst es dir überlegen. Wäre vielleicht praktisch gewesen, abzuwarten, dass CO2 das Zeichen gibt. Hatte. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Ich hab, während du noch am Reden warst, habe ich schon eine Dose. Ja, Shade. Gegen das Tast. Da rüber geguckt hat. Was, Shade? Ja. Ich hasse euch. Ich hatte Shade da, bis ihr die ganze Zeit jetzt am Ende geredet habt, hatte ich Shade bei mir da stehen. Wir haben zum Schluss aber Shade gesagt, weil der Geist im Dunkeln aktiv war und der ist sofort aufgetaucht, wo ich alleine war. Das haben wir die ganze Zeit gesagt.
Wir haben den Gin ausgeschlossen.